Es ärgert mich, dass in Diskussionen über Quoten immer wieder das Argument auftaucht, dass eine Quote die Diskriminierung verstärke, weil Jobs damit nicht aufgrund von Kompetenz, sondern aufgrund bestimmter Merkmale vergeben würden. Und wer will denn das? Aber genau darum geht es doch. Zunächst einmal die Voraussetzungen zu schaffen, dass Arbeit ausschließlich nach Fähigkeiten und unabhängig von Geschlecht oder Herkunft vergeben wird, damit Personen allein aufgrund ihrer Kompetenzen wahrgenommen werden. Diese Chance erst einmal zu ermöglichen. Es scheint, als könne dies nur über das Paradox gelingen, ein Instrument einzuführen, das bestimmte Zuschreibungen und Schubladen tatsächlich erstmal zementiert, damit sie dann langfristig überwunden werden können. Wenn man sich mal die Frauenquote ansieht, jahrhundertelang lief es doch genau umgekehrt. Männer haben sämtliche Führungspositionen abgesahnt, weil sie Männer sind. Eine Jahrhunderte andauernde Reduzierung aufs Geschlecht also, nur hier als positive Verstärkung für die Männer. Und lange Zeit mögen Männer tatsächlich kompetenter gewesen sein. Aber ja nur dort, wo Frauen von einer gleichwertigen Ausbildung ausgeschlossen waren. Diese Zeiten haben wir in Deutschland hinter uns. Aber das aktuelle Bild des Arbeitsmarktes gibt es nicht wieder. Und offensichtlich ist unsere Gesellschaft nicht in der Lage, den nötigen Wechsel zu einer gleichberechtigten Verteilung von Führungspositionen aus eigener Kraft umzusetzen, sodass sie dem tatsächlichen Ausbildungsstand entspricht. Damit das geschehen kann, braucht es offensichtlich Zwang. Das ist schade und es wäre schön, wenn es anders ginge, aber es scheint ja nicht der Fall zu sein. Ausgerechnet Corona hat gezeigt, dass Veränderungen am Arbeitsplatz möglich sind, über Zwang. Über Jahre wurde über Homeoffice gesprochen, aber die ArbeitgeberInnen haben es nicht umgesetzt. Und plötzlich, weil erzwungen, ist es Normalität und wird vermutlich auch nach Corona Normalität bleiben. Nun können wir schlecht auf eine weltweite Pandemie warten, die weiße Männer in Führungspositionen befällt, sodass andere dann übernehmen müssen. Deswegen könnte die Quote ein sinnvoller Schritt sein, um Gleichberechtigung bei der Jobvergabe nicht nur einzufordern, sondern auch praktisch umzusetzen. Damit wir irgendwann dahin kommen, dass wir die Quote gar nicht mehr brauchen. Dass aber die Einführung von Quoten nicht die alleinige Lösung ist, sondern dass diese flankiert werden muss mit anderen Maßnahmen, das ist auch klar. Das führt hier bloß ein bisschen weit. Stattdessen von mir noch ein Musiktipp zum Thema Nicki Minaj, Boss Ass Bitch.